Der Kirchenherr Sommer muss dringend jüngeres Publikum ansprechen. Die Intendantin, verrate ich Ihnen, ist da. Man weiß es. Der alte Reiterstieg, nächste Frage, der alte Reiterstieg ist verkehrstechnisch zwar nicht notwendig, wegen des Bürgerengagements sollte man ihn trotzdem erhalten. Der Wunsch, Bad Kissingens Hochschulstandort zu werden, ist ein schönes Ziel, aber letztlich ist die Stadt noch zu klein, um ein echter Hochschulstandort zu werden. Also wenn ich jetzt meine, dass wir Hochschulstandort werden, habe ich die Hand runter. Die nächste Frage. Die Therme ist jetzt 10 Jahre alt. Seit es sie gibt, wird darüber geredet, dass Brabe ein Thermenhotel nebenan. Jetzt behaupte ich mal, es darf bestimmt bis zu einem Tag, den man sagt, immer nein nennt, bis das umgesetzt wird, bis dieser Wunsch umgesetzt wird. Bleiben wir bei den Schwimmbädern. Das Hallenbad ist nicht mehr das Jüngste, es stammt aus den 60er Jahren und in 5 Jahren ist ein Neubau oder eine Sanierung drin. Die Staatsbad GmbH war eine Zeit lang in Sorgen in der Stadt. Seit der neue Kurdirektor da ist, ist es ruhiger geworden in der Staatsbad GmbH, aber die Probleme sind nicht. Ein klares Ja. Ein deutliches Ja. Es war gut, dass der Verkauf des Palais Ertal nicht geklappt hat. Wer weiß, ob da nicht in ein paar Jahren teurer Wohnraum anstelle von Gastronomie entstanden wäre. Meine nächste Frage auch ein bisschen provokativ. Bis Bad Kissingen neu an die A71 angeschlossen ist, vergehen noch 10 Jahre. Da ist ein Realist mit mir auf der Bühne. Ein Pessimist. Ich habe noch so eine zeitliche Frage, das wäre dann die letzte in unserer Schnellbeantwortrunde. Bad Kissingen ist in 2 Jahren Weltkulturerbe. Wie machen wir es jetzt? Also wir sagen ganz einfach, was wir glauben, was es ist. Rakozi. Rakozi? Max. Ja. Max. Ich sag's alles. Gut. Nächste Runde. Ach so. Das ist ja verwendet sich. Nummer 2 ist auch ein Kissinger Punkt. Bitte schön. Da ist das Rückwahlpark, da ist das Rückwahlpark Teil des Vertrags, meine Damen und Herren. So ist das. Ich spreche Herrn Kiesel seine Verdienste nicht an. Herr Kiesel war der Erfinder des Behördenzentrums. Dafür sei ihm Dank. Herr Kiesel war ein fairer Partner beim Erwerb der Sittenwerkschule. Ich schmücke mich nicht mit fremden Lorbeeren. Aber ich darf mich schon ein wenig wundern, wenn es heißt, die Stadt hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Wir haben unsere Hausaufgaben so gut erledigt, dass der Freistaat bereit war, mit uns den Staatsbadvertrag zu verlängern. Und den hat er mit Verlaub, mit uns verlängert, mit der Stadt Bad Kissingen und mit niemandem anders. Und da gibt es noch viele gute Beispiele. Man muss aber dann aber auch da konsequent sein und bei der gewissermaßen Wahrheit bleiben, dass man sagt, dieses war sowieso Bedingung für das Luitpoldbad, stand auf der Agenda und war erforderlich. Und wir haben dadurch jetzt eine Beteiligung zu unseren Lasten von 13% mehr ab 2018 gesichert, bei einem Defizit von 2,5 Millionen im Jahr.
haben wir da im Schnitt 3.000 Euro mehr Belastung in der Stadt, ohne dass wir unsere Interessen in eine Ausstattung dieses Luitpold-Pfades auf eine Anwaltsweise verwirklichen können. Und das ist der Punkt. Erstens, die Alternative zur von Ihnen gerade, wie ich mit Erstaunen höre, gerückten Verlängerungsstaatsratvertrag, weil es jetzt angeblich so viel kostet, Herr Kollege. Diese Verlängerung haben wir erstmal wie 95% der Beschlüsse im Stadtrat einstimmig gefasst. Also mit den Stimmen der Partei. Zum Ersten. Zum Zweiten, die Alternative wäre nicht gewesen, weniger zu bezahlen. Die Alternative wäre gewesen, ab 2018 keinen Staatsratvertrag mehr zu haben. Diesen Erfolg, dass der Staatsratvertrag verlängert worden ist, lasse ich mir nicht kleinreden.